Ich glaube aber auch, dass man jetzt die Atomkraftwerke wieder anschaltet, weil der Naturschutzaspekt beim Abschalten auch nicht richtig beachtet wurde. Ja? Es gibt ja viele Lebewesen, deren natürliches Habitat ist das Kernkraftwerk. Ja? Also die Strahlenmilbe oder die Urankröte, was weiß ich, ne? Der Petroleummolch. Und wenn man es eben merkt, oh, diese Tiere sind jetzt bedroht, weil sie eben ihres Lebensraumes quasi weil der Ding genommen wurde, dann versucht man da jetzt gegenzusteuern. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt.